Werter Herr Präsident, werte Kollegen, liebe Brandenburger! Mal wieder entfährt einem beim Lesen des vorliegenden Antrags der Linksfraktion ein unwillkürliches Kopfschütteln. Wir leben in Zeiten der Rekordmigration mit bis Jahresende über 300.000 Asylanträgen bundesweit, bereits 10.000 auf brandenburgische Kommunen verteilte Asylanten in diesem Jahr und bundesweit derart unter der Last ächzenden Kommunen, dass sich teilweise sogar grüne Landräte öffentlich wehren. Genau in solchen Zeiten der Überforderung haben die Genossen nichts Besseres zu tun, als zu beantragen, die Attraktivität für Sozialstaatstouristen noch weiter zu erhöhen. Man scheint hier mit dem Abgang von Frau Wagenknecht auch noch die letzten Hemmungen gegenüber dem einheimischen Bürger zu verlieren. Ein Satz im Feststellungsteil Ihres Antrags ist allerdings richtig. Diese Probleme sind nicht durch die Menschen, die zu uns flüchten, entstanden. Ganz genau. Diese Probleme sind vor allem durch Menschen wie Sie entstanden, werte Genossen, die es nicht lassen können, aus falscher Hoffnung auf neue Wählergruppen ihre antideutschen Gefühle mit einem Einladungssignal nach dem anderen an die ganze Welt auszusenden. Kommen wir dazu, auf welche konkrete Art und Weise Sie dies heute wieder tun. Allen voran ist hier die Forderung zu nennen, das Modellprojekt Spurwechsel auf ganz Brandenburg auszuweiten. Mal ganz abgesehen davon, dass es sowieso abzulehnen ist, immer neuere Ausreden zu erfinden, um Ausreisepflichtige nicht abschieben zu müssen und so auch Identitätsbetrüger für ihre Lügen noch zu belohnen, ist es doch purer Wahnsinn, ein Modellprojekt zu generalisieren, das noch nicht einmal wirklich angelaufen ist und wozu deshalb keinerlei Ergebnisse vorliegen. Man sieht deutlich, dass es der Linksfraktion nicht um eine sachorientierte Migrationspolitik geht, sondern schlicht um eiskalte Lobbyarbeit für ihre Gesinnungsgenossen in der Asylindustrie. In dieselbe Kategorie fallen auch ihre unreflektierten Forderungen, das Integrationsbudget zu pauschalisieren und die Migrationssozialarbeit auf Ukrainer auszuweiten. Es sei ja erwähnt, dass durch die Massenzustromsrichtlinie der EU und der sofortigen Gewährung von Bürgergeld die Ukrainer sowieso schon besser gestellt wurden. Nun liegt uns fern, die ukrainischen Frauen und Kinder mit den Horden von jungen Männern aus Nahost gleichzusetzen, die sie hier seit Jahren ins Land strömen lassen. Doch zeigt der hohe Anteil von Beziehern von Sozialleistungen von bis zu 60% sogar unter den vergleichsweise gut qualifizierten Ukrainern, dass der deutsche Staat hier mit seiner völlig aus dem Ruder gelaufenen Sozialleistungsstrategie Fehlanreize setzt. Die Migrationssozialarbeit auch noch auszuweiten, ist hier der absolut falsche Weg. Auch Ihre geforderte Aufhebung von Arbeitsverboten in der Ankommensphase werden hier nicht helfen. Es bestehen nämlich schon zahlreiche Möglichkeiten, nach kurzer Zeit hier zu arbeiten. Dass dies weitgehend wirkungslos wäre, zeigen auch Zahlen bei den Syrern, die teilweise schon 8 Jahre hier sind, aber bei denen trotzdem noch über die Hälfte Sozialleistung bezieht. Sie wollen einfach nicht verstehen, dass für Integrationserfolge schlicht das Mengenverhältnis von Hinzugekommenen zu Einheimischen entscheidend ist. Jeder abgeschobene Ausreisepflichtige und jeder abgeschobene Integrationsverweigerer wäre ein größerer Beitrag zur Integration der im Land befindlichen Migranten, als all ihre lächerlichen Wertekurse und Beratungsangebote, die stattdessen der Versorgung ihres eigenen Klientels dienen. Das Einzige, was noch halbwegs unterstützenswert wäre, ist das Anbieten von Deutschkursen. Diese sollten dann aber verpflichtend sein und zu konsequenten Sanktionen beim Fernbleiben führen. Unter dem Strich ist zu sagen, dass dies ein typischer migrationsfördernder Antrag der Linken zum Schaden der deutschen Bürger ist, der zeigt, dass sie rein gar nichts aus den demoskopischen Absaufen der letzten Jahre gelernt haben. Bekommen Sie lieber Ihren pathologischen Altruismus in den Griff. Dieser wird als ein Verhalten beschrieben, bei dem der Versuch, das Wohlergehen anderer zu fördern, zu einer Selbstvernachlässigung oder Selbstschädigung führt. Wissen Sie, liebe Genossen, und hier meine ich nicht nur die Antragsteller, wenn Ihr pathologischer Altruismus oder besser gesagt Ihr zwanghaftes Helfersyndrom, wie gerade beschrieben, nur zu Ihrer Selbstvernachlässigung und Selbstschädigung führen würde, dann wäre das ja noch in Ordnung, weil Sie persönlich aus Ihrem Verhalten die Konsequenzen ziehen müssten. Sie aber schädigen mit Ihrem zwanghaften Helfersyndrom gegenüber allen Fremden ein ganzes Land und vernachlässigen ein ganzes Volk. Dies alles wird hoffentlich bald ein Ende haben, denn immer mehr Menschen stehen ihre Integrationsmärchen
von der mit Goldstaub behafteten und integrationswilligen Fachkraft bis zum Hals. Natürlich lehnen wir als Sachverwalter der Interessen der deutschen Bevölkerung diesen Wahnsinn ab. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.